Hallo Welt, da sind wir wieder und leicht überladen, aber nur leicht überladen. Wir werden also unser Inventar erstmal leeren. Messer, davon haben wir zwei hier. Drumbeat brauchen wir nicht, das ist toll. Ein erdzeitiges Jagdgewehr. Ja, da freue ich mich. Hat zwar nur 30 Schaden, aber hey, wie viel Schaden richten denn unsere anderen Waffen an? Boah, das Beste wäre diese hier, 31, also viel besser das Ding. Das legen wir uns mal gleich jetzt als Favorit irgendwo drauf. Jagdgewehr, Jagdgewehr, Jagdgewehr. Lasst mich mal überlegen. Auf 5 haben wir die Medipacks, auf 4 haben wir die Medideep modifizierte. 11 mm. Ja. Die packen wir mal da drauf jetzt. Die Medideep kommt woanders hin. Joa, die Kampfmesser brauchen wir nicht mehr. Mein Herz hängt jetzt hier an dem Barrowmesser. So. Die Malmström. Warum haben wir die als Favorit? Was ist denn da passiert? Wir hatten eine mit... Was für ein Favorit ist denn das? Malmström auf 3? 4? Moment mal. Wir hatten eine verbesserte, aber was wollen wir denn mit dem Blödsinn machen? Wir hatten doch eine modifizierte, wie kommt denn das jetzt? Nee, das muss ja nicht sein. Die kann weg. Haben wir das gerade aus Versehen irgendwie gemacht? Das UC Navy Entermesser brauchen wir jetzt gerade nicht. Dieses Ding benutzen wir eh nicht. Das Kammerjäger hier, ja, 20. Kammerjäger plus 30 Schaden bei Aliens. Okay, brauchen wir aber auch nicht. Das Teil brauchen wir auch nicht. Und das Teil ist neu. Cool, oder? Das finde ich ganz cool. Diese hier... Schalten wir mal wieder auf Favorit 6 meinetwegen. Die werden wir ja nicht ganz so oft brauchen. Oh, 6. Dann haben wir hier einmal die modifizierte Grendel. Haben wir die Mods verloren etwa von der Grendel, die wir da hatten auf 4? Wir hatten doch eine andere auf 4. Ja klar, mit Zielfernrohr doch. Und so. Wo ist denn die? Mit Schalldämpfer, genau. Wobei der Schalldämpfer war ja wohl nichts. Hier, war das nicht diese hier? Ja, 11 Schaden, ja klar. Die war das hier. Kurzreichweiten, Zielfernrohr, Schalldämpfer, halbautomatisch. Oh, das Teil war das. Das war auf 3, war das nicht auf 4. Okay, was machen wir mit den Äxten? Da haben wir jetzt 2. Da haben wir einmal das hier. Erschütterung. Erschütternd. Rettungsaxt. Episch. Umzingelt. Ja, genau. Je geringer deine Gesundheit, desto höher der Schaden. Und erschütternd geringe Chance, Gegner taumeln zu lassen. Und das hier wäre schnell. Anstacheln. Fügt Zielen mit voller Gesundheit doppelten Schaden zu und schnell... Plus 25% gesteigertes Angriffstempo. Was war das andere nochmal? Je geringer die Gesundheit, so höher der Schaden. Naja, okay. Gegner taumeln zu lassen, ist doch gut. Die Schnelle lassen wir da mal hier. So. Dann haben wir dieses Teil. Warum auch immer wir das immer noch mit uns rumschleppen. Wiegt nicht viel. Zahnstocher. So, dann nichts ausgerüstet. Dann die Rüstungen. Was haben wir da wieder Schönes eingesammelt? Oh. Schicker Anzug hier. Systef. Kann aber nichts. Sieht nur aus. Gut, dann den Trucker-Anzug behalten wir. Oh, was haben wir denn hier? Jetzt bekommen wir... Ah ja, das wird schwierig jetzt.
Jetzt haben wir nämlich noch einen Space Trucker Anzug gefunden und wir haben einen gekauft für so viel Geld. Ach hier, den können wir übrigens, Corsair, den Piraten-Dings, den können wir wegschmeißen. Ja. Obwohl, hey, für einen Weltraumanzug sieht er ja wohl voll cool aus, oder? So verglichen mit den anderen auf jeden Fall. Da ist wenigstens hier noch so ein Lappen drüber. Also das ist ja schön. Aber den würde ich mir irgendwo hinstellen, wenn ich da... Also da müssen wir mal aufpassen beim Verkaufen, dass wir uns den behalten. Aber wer... Das ist ja bei uns. Wenn wir 10 Stück davon verkaufen, wenn wir 10 Stück davon haben, dann verkaufen wir eins davon. Naja, 9. Okay, dann verkaufen wir ein paar mehr. Aber wenn wir sowieso nur einen Teil davon haben, dann können wir uns sowieso nicht davon trennen, weil wir Sammler sind. Das geht nicht anders. Also ich bin Sammler, ich kann das nicht. So, vergleichen wir die beiden mal. Wir hatten bis jetzt, glaube ich, diesen Anzug immer. Zuletzt Kampfveteran, minus 15 Schaden von menschlichen Gegnern. Und hier haben wir jetzt den legendären Anzug gefunden. Repulsiv, kalibriert, Anzug, Space Trucker, legendär also. Das hier ist selten. Und der hat die Antiballistik drin, minus 15% erlittener physischer Schaden durch Fernkampfwaffen. Außerdem hat er den Akrobaten drin, minus 50% auf Sturzschaden, sehr schön. Und er hat Repulsiv drin, Chance von 5% Angreifer in der Nähe zu entwaffnen. What? Angreifer in der... Wie das denn? Oh, verliert vor Schreck, der sieht den Anzug und verliert vor Schreck die Waffe. Das hat doch was. Ja, dann kann der hier weg. Dann hat er andere ausgedient. Ah ja, wir haben auch wieder schöne Rucksäcke eingesammelt hier mit ausgewogenem Boost-Back. Das ist der Navigator, ausgeglichen kalibrierter Rucksack. Schön sind die Dinger, ja. Ah, aber hier sieht man doch ganz klar, dass hier ein... Tja, aber hier doch auch. Wir wissen einfach nicht, wie das geht. Hier ist auch eins dran. Hier ist auch so ein... Na, wie heißt das Ding? Jetpack dran, oder? Wir wissen nur nicht, wie man die Teile benutzt. Deswegen hat sie doch irgendwann mal gesagt, so ist der kaputt, dein Jetpacks. Einfaches Boostpack, das wird das sein. Und das Einfache reicht mir aber auch erstmal. Wir schmeißen das hier mal zu, auf den Boden zu den anderen Sachen. Piraten überleben kraftvoll Power Boostpack. Damit kann man wahrscheinlich richtig lange, das sieht aus wie, wie heißt der? Boba Fett? Ja. Naja, wie auch immer. So, die Rucksäcke. Helme haben wir auch wieder eingefunden. Das ist ja irre. Was ist das denn für ein kranker Helm? Da hat jemand Tic-Tac-Toe drauf gespielt. Käsekästchen oder irgendwas. Kalibriert, Helm, Piraten, Scharfschütze. Ja, toll, aber... Ja gut, durch die Löcher kann er sehen. Also das ist so ein bisschen Cyberpunk, finde ich. Ah. Ja gut, aber der hat nichts drauf. Der kann gar nichts. Kalibriert, aber... Ja. Gut, die Helme haben wir also auch aufgeräumt. Kleidung, haben wir da was Schönes gefunden? Da haben wir diesmal nichts gefunden. Und bei den Granaten, ja... Diesmal habe ich es nicht versucht, aber irgendwie das so ein... Schrapnellgranate. Das sieht aus wie so ein... Fast wie selbst zusammengebastelt irgendwas. Nicht, dass uns das hier noch hochgeht, wenn ich das auf den Boden werfe. Oh, hoppla. Wir gucken uns weiter an. Das waren die Wurfwaffen. Die sind jetzt alle raus. Munition. Wir brauchen die ganze Lasermunition. Brauchen wir nicht. Man könnte ja sagen, da die eh nichts wiegt, können wir sie für einen Notfall ja mitnehmen. Aber ich bin dafür, dass wir versuchen, unser Inventar so ein bisschen übersichtlich zu halten. Also brauchen wir eigentlich auch nicht den Teilchenentzünder. Ich weiß überhaupt nicht, wofür das Ding ist. Das sollten wir erstmal rausfinden. Schwerer Teilchenentzünder sogar. Nachher stehen wir da. Oh, kein Teilchenzünder dabei. Ja, liegt bei uns im Raumschiff. Notizen. Haben wir da was Neues gefunden? Dringende Aufgabe. Ah ja, okay. Nee, das war das mit den Feuerlöschern. Hatten wir in der letzten Folge. Geheimer Außenposten. Haben wir gelesen. Ja, das war diese Slate.
Nova Galactic haben wir und Rechnung für Lieferung. Ja, genau, haben wir auch. Und Samadis Brief dürfen wir ja nicht lesen, einfach. Notizen also haben wir auch aufgeräumt. Ja, bei Ressourcen, glaube ich, kann jetzt alles weg. Oder haben wir da irgendwas Brauchbares fürs Schiff? Nö. Ach so. Das geht aber. Ja. Sonstiges, ja, ich weiß nicht, wofür, wenn wir eine Crimpzange brauchen. Warum läuft das hier unter Sonstiges? Das ist doch eigentlich auch Schrott, oder? Steht denn da keine Info dabei? So eine kleine Nachricht, was man damit macht? Also hier hätte ich gesagt, das ist vielleicht ihr Crimp. Damit kann man. Keine Ahnung. Erstmal hätte ich gedacht, das wäre zum Ent. Also um Kabel zu entplastiken. Zu enthüllen, sozusagen. Dann sieht mir das aber eher aus. Als zweites hätte ich jetzt gedacht, vom Aussehen her wäre das so eine Nietenschere, mit der man so Nieten in Leder reindrücken kann. Gibt es sowas? Ja, ich meine, das gibt es. Ja, doch, ich glaube schon. Wie soll man das sonst machen, so mit der Hand? Da wird ja nicht alles maschinell gemacht. Du kannst das bestimmt auch mit der Hand. Und dann als drittes denke ich jetzt, da unten ist ein Rädchen dran. Was ist denn eine Crimpzange? Schmeißen wir auch erstmal auf den Boden. Ach ja, Klebeband auch. Warum landet sowas unter Sonstiges? Denn dann sind die Schlüssel hier echt fehl am Platz, finde ich. Und dieser Xeno-Krisen. Nee, Kriegsführungstechnik. Was heißt das? Xeno-Kriegsführungstechnik. Und warum ist das Symbol hier gelb? Ist das halb geklaut? Also hier bei der Schlüsselkarte weiß ich, die war geklaut. Und da hätte ich jetzt gedacht, dass die. Hätte ich nicht gedacht, dass es da auch andere Farben gibt. Ist halb geklaut gefunden, ist auch halb geklaut oder was? Ich habe keine Ahnung. Wir schmeißen das Ding hier mal auf den Boden, weil das wiegt richtig was. Xeno-Kriegsführungstechnik. Da ist irgendwas Außerirdisches drin. Wahrscheinlich müssen wir das hier noch öffnen, oder? Ja. Wir wissen ja, dass wir sowas haben jetzt. So, wir haben immer noch sechs. Wir haben jetzt 6 Pfund zu viel. Das liegt jetzt an dem Messer wahrscheinlich. An der Waffe hier. Ja, ganz klar, an dieser Waffe. Und vielleicht an dieser Pistole. Die haben wir jetzt auch noch zusätzlich dabei. Und dann haben wir sie noch nicht favoritisiert. Ja, wir haben ja kaum Munition dafür. Aber die schmeiße ich nicht auf den Boden. Die würde ich sogar. Ja, die würde ich fast sogar in den Safe jetzt legen, damit wir da ein bisschen leichter werden. Ebenso wie das Jagdgewehr, das würde ich vielleicht. Ah, obwohl, das haben wir jetzt favoritisiert. Naja, gut. Wir haben jetzt ungefähr sowas um die 7 oder sogar 11 Pfund, die wir mehr mit uns rum. Oder ich sage immer Pfund oder Kilo. Ja, hier ist es die Masse. Eben mehr, was wir mit uns rumschleppen. Entweder wir trennen uns von irgendwas. Das hier wiegt auch. Oder wir gehen so langsam mal die Skills an und gucken mal, ob wir da was in Tragekapazität investieren können. Aber ich möchte nicht so gerne. Ich finde, im Moment empfinde ich das als sehr leicht noch. So einige Gegner und ja, hier die Weltraumschlachten sind bestimmt auch nicht so für mich. Das weiß ich so schon. Aber. Ansonsten so finde ich es doch sehr leicht. Hast du meine Momentan. Stimme vermisst, was? Ich habe deine Stimme vermisst, ganz genau. Je öfter ich mir die angucke, umso mehr gefällt sie mir. Wobei die erinnert mich immer noch so ein bisschen an A Lost in Space. Und da ist die ja nicht gerade gut weggekommen am Anfang. Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Wenn ihr die Serie noch nicht so kennt. Hallöchen, Captain. Hallöchen. Und ein bisschen platt treten, damit man hier besser rüberkommt, ja? Da ist echt eine Delle drin hier in der Jacke. Danke für das nette Gespräch. Ja, gerne doch. Ja, warum? Brauchst du meine Hilfe bei irgendetwas? Ja, lass uns noch mal reden. Klar. Ich bin ein offenes Buch.
Sie hat nichts mehr zu sagen. Soll ich sonst noch etwas tun? Oh, nö. Nee, nee, lass mal. Ich mach schon. Oh, toll. Ja, tretet ruhig alles ins Cockpit rein. Ich wollte es eigentlich vermeiden. Ich wollte genau andersrum. Naja, egal. Ein bisschen platt treten. Das tritt sich fester. Keine Sorge. Sind wir soweit? Können wir weitermachen jetzt? Wir wollten was hier in des Captains Schließfach schließen. Ah, dieses formschöne Messer. Naja, das Jagdgewehr ist jetzt... Ja, das nehmen wir mit. Die Pistole, wo ist sie da? Ja, und die Axt eigentlich dann auch mal. Wir brauchen keine zwei... Kaliber 50. Kaliber 50 hat doch ganz schön... Das haut ganz schön durch, oder? Ja, hat aber nur 31 Schaden. Kleines Magazin. Ach, wir schmeißen sie auch erstmal da rein. Wir haben die selten gefunden. Ja, so sieht das doch schon besser aus. Mit unserem Gewicht da unten. Wobei, schade, diese alte, nostalgische Pistole, die würde ich gerne behalten und irgendwie lieber die mitnehmen, als wir haben ja keine Handfeuerwaffe. Das sind ja alles hier... Ja, das sind Handfeuerwaffen, aber das sind keine Pistole, haben wir ja nicht. Das sind ja alles Gewehre nur. Wobei... Och, ja, doch, sind Gewehre mehr. Kann man nicht sagen. Boah, cooles Teil. Ja, dann entscheiden wir uns in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Aber ich tippe mal drauf, dass wir diesen Planeten und vielleicht sogar dieses System hier verlassen werden. Ich tippe mal drauf, dass wir... Ja, irgendwas in Richtung Aufgaben machen werden. Eine Aufgabe mal erfüllen, nachdem wir jetzt ganz viele Folgen hier hatten, in denen wir den Planeten erkundet haben und es ja auch geschafft haben. Bei diesem Planeten kann man das sehen. Irgendwo. Ach so, Analyse. Nee, 75%. Den haben wir noch nicht komplett erkundet. Ich dachte, wir hätten... Wir haben diese Sachen hier alle gefunden. Intelligente Mikrobenkolonien. Wir haben die psychotrope Biota gefunden. Und wir haben die ökologische Konsortium gefunden. Aber warum haben wir denn 75% dann erst? Ja, weil wir haben das hier erkundet und wir haben das hier erkundet. Das hier oben Wasser. Das hier oben, das haben wir noch nicht erkundet. Aber, ja, wie gesagt, nächste Folge ist auch noch eine Folge. Vielleicht erkunden wir auch erstmal einen Planeten fertig. Ich will mal wissen, was dann passiert. Diese Folge ist am Ende. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. In dieser Folge haben wir unser Inventar mal wieder aufgeräumt, das Schiff ein bisschen zugemüllt. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, tschüss.